on everybody, 2019, the voice of Germany, come on. Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root is 69 is 8 something, right? Cause I was trying to work it out. Oh, good weed, white wine. I come alive in the nighttime. Yeah. Okay, away we go. Oh, the thing we have on is the radio. Let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You're just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, nah, nah, what's my name? Oh, nah, nah, what's my name? Oh, nah, nah, what's my name? What's my name? What's my name? And baby, you got me, and ain't nowhere that I'll be. And with your arms around me, back and forth you rock me. So I'm surrender for every word you whisper, every door you enter, I will let you in. Hey boy, I really wanna see if you can go downtown with a girl like me. Hey girl, I really wanna be with you, cause it just might take. Oh nah, 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 nah. I need a boy to take it over. Looking for a girl who put it in work out. Oh, oh. Standing Ovations von euch? Es hat ein Standing Ovation auch verdient, finde ich. Das war echt einmalig. Es ist super schwierig, halt irgendwie so, wie man jetzt entscheiden sollte, weil es in so zwei verschiedene Wege ging. Also so Tyrone in der Weg, Janet in der Weg. Das ist eine super schwierige Entscheidung. Muss ich aber nicht treffen. Das ist richtig. Aber Sido, du bist nicht aufgestanden. Keine Standing Ovation von dir. Nö, ich bin nicht aufgestanden. Nö. Ich habe es schon besser gesehen von den beiden, ehrlich gesagt. Und bin ein bisschen enttäuscht. Das kann, so viel kann ich sagen. Ich kann mich lustigerweise an beide Blind Auditions von euch noch ziemlich gut erinnern. Tyrone, das war nicht schlecht, das war gut. Aber ich habe dich krasser in Erinnerung. Und Janet, ich finde, du hast total gestrahlt, hast extrem gut gesungen, warst total präsent. Also ich bin richtig von dir positiv überrascht. Also wirklich Hut ab. Ich glaube, Sido hat einfach sehr hohe Erwartungen, was auch super gut ist als Coach. Und er hat halt so den Vergleich und wird uns bestimmt jetzt gleich sagen, warum er ein bisschen enttäuscht war. Also die drei waren auf jeden Fall sehr überzeugt von euch und die können euch natürlich auch stehlen. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, Sido, warum bist du so enttäuscht? Also Tyrone, du musst natürlich dir schon mal gewiss sein, dass ich bei einem Rapper ein extra Auge drauf habe, ne? Und das ist für mich ein bisschen anfängermäßig. Und Janet, du hast die ganze Zeit auch geglaubt, ich werde ihn bevorzugen, weil er ein Rapper ist und du hast sowieso keine Chance. Aber ich fand, in den Proben hast du das mit dem Gesang besser gemacht als er. Ich war überzeugter von dir als von ihm. Aber heute war das von beiden nicht das, was ich erwartet hätte. Entscheidung fällt schwer. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für beide sehr schwer wird in der Zukunft in dieser Sendung. Bei allem, was noch kommt, bei all der großen Konkurrenz, die noch da ist. Ich glaube ernsthaft, dass ihr beide keine Chance habt,
weiter in dieser Sendung und ich nehme keinen von euch. What the fuck? Das ist meine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung? Du nimmst keinen? Ja. What? That is hard. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Janet, du hast gesagt, wenn es 50-50 für mich ist, werde ich mich wahrscheinlich für den Rapper entscheiden. Und das ist so. Wärt ihr beide gleich gut gewesen, hätte ich mich für den Rapper entschieden. Aber ihr wart beide für mein Verständnis gleich schlecht. Deswegen kann ich euch beide nicht mehr. Giltet das denn? Das giltet. Das hatten wir noch nie bei The Voice of Germany. Das ist die richtige Einstellung. Weißt du, weil du willst mit dieser Person weiterkommen und dann arbeiten. Und wenn du nicht die Glaube hast, dann sollst du auch nicht mit denen arbeiten. Der lässt die beide für den Stil. Ich finde es genau, als Coach, das ist auch, ihr fandet die auch gut. Ihr könnt euch tatsächlich noch für den Besseren oder die Bessere entscheiden. Ich finde es sehr spannend. Ihr auch, oder? Sehr spannend jetzt gerade. Es wird jetzt noch ganz spannend. Ja. Denn ihr drei könnt jemanden in euer Team holen. In den Steel Room setzen. Und der Countdown läuft ab jetzt. Ich frage jetzt mal wie in der Schule der Reihe nach ab. Für wen hast du gedrückt, Marc? Ich habe für Janet gedrückt. Dankeschön. Okay. Janet, dafür ist schon mal ein Stuhl für dich sicher im Team Marc. Alice, für wen hast du gedrückt? Ich habe für Tyrone gedrückt. Das heißt, beide haben schon mal einen Platz sicher im Steel Room. Ray, für wen hast du gedrückt? Also eine gute Nachricht für Janet. Ich kann auf jeden Fall dir sagen, du bist weiter, weil ich habe auch für Tyrone gedrückt. Okay, wow. Nimm Ray. Da würde ich sagen, Janet im Team Marc darf sich hinten im Steel Room gemütlich machen. Dankeschön, danke. Janet! Tyrone, jetzt musst du dich noch zwischen Ray und Alice entscheiden. Und bei Alice sitzt schon jemand im Steel Room, nämlich die Chiara. Tyrone, ich fand es stark, dass du versucht hast, das Publikum mitzunehmen. Du bist noch nicht diese Person, wenn ich dir ehrlich bin. Du hast noch ein bisschen Erfahrung zu schaffen und ich würde versuchen, dir zu helfen in kurzer Zeit. Und give me the chance. I want to be your coach. Thanks, man. Ah. Oh, nee. Ist gut, mal hier zu sitzen. Tyrone, ich bin kein Rapper, aber ich liebe englische Rapmusik. Wirklich, ich würde so gern so viel mit dir ausprobieren. Du hast Talent und ich bin auch bereit, meine jetzige Stil für dich zur Seite. Also, sie war wirklich gut, aber ich liebe Rap. Ich liebe Rap und... Dann würde ich sagen, lieber Tyrone, du hast jetzt die Auswahl zwischen Alice und Ray. Das heißt noch nicht, dass du sicher in den Sing-Offs bist, aber du darfst im Steel Room Platz nehmen. Du würdest bei Alice den Platz von Chiara einnehmen und Rays Stuhl ist noch leer. Zu wem gehst du? Sag nichts Falsches. Dass Sido keinen von uns genommen hat, ist okay. Er sagt immer das, was du hören musst und nicht, was du hören willst. Und so ist die richtige Weise, meiner Meinung nach. Ich habe mich für... Ray entschieden. Yeah! Chiara ist da gerade ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Die darf nämlich noch sitzen bleiben. Ja, ja. Und du darfst jetzt direkt ab in den Steel Room bei Team Ray Platz nehmen. Tyrone, danke schön. Danke alle.